Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Willi Wimmer. Guten Tag, Herr Wimmer. Tag, Herr Jepsen. Herr Wimmer, wir sind zum zweiten Mal bei Ihnen zu Hause in Ihrem Wohnzimmer. Vielen Dank dafür. Das ist nicht selbstverständlich, dass man bei einem Spitzenpolitiker, Sie sind immer noch Spitzenpolitiker, Sie bleiben Spitzenpolitiker, auch wenn Sie nicht mehr im Amt sind, nach Hause darf. Wir möchten mit Ihnen heute drei grobe Themen ansprechen, die Sie ausführen können, sollen, damit wir das verstehen, weil es sind komplexe Fragen. Wir möchten mit Ihnen erörtern die aktuelle Situation in der Ukraine. Was spielt sich dort im Moment ab? Die Nachrichtenlage ist ja immer noch dürftig. Dann möchten wir mit Ihnen über die Europawahl sprechen. Die ist ja so gelaufen, dass man auch einen Schreck bekommen könnte. Wie haben wir das zu werten, diesen Rechtsruck? Was steckt dahinter? Was bedeutet das für Europa? Und wir wollen mit Ihnen über die amerikanische Außenpolitik sprechen. Sie haben ja vor ein paar Tagen auch einen Aufsatz veröffentlicht zur Rede von Barack Obama in West Point. Was bedeutet das für amerikanische Außenpolitik? Was bedeutet das für die Welt? Was bedeutet das für Europa und Deutschland? Lassen Sie uns in der Ukraine anfangen. Die Krim hat sich endgültig abgespalten von der Ukraine. Das wurde vom Westen nicht gerade gutiert. Im Donetsk-Becken sieht es so ähnlich aus, aber das wurde von Kiew nicht akzeptiert. Können Sie die Situation mal beschreiben? Was spielt sich im Moment in der Ukraine ab? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen? Ich glaube nicht, dass man das in der ganzen Dimension sagen kann, weil wir nur sektoral etwas wissen. Und was wir wissen, reduziert sich dann auf den Donbass. Wir sehen weniger, was in Kiew los ist. Und wir können nach dem jetzigen Stand der Dinge, und das scheint sich auch mit der Beurteilung der Lage durch die deutschen Sicherheitsbehörden zu decken, wir scheinen davon ausgehen zu müssen, dass sich in dem Gebiet, das in den letzten Wochen relevant war, im Donbass, die Dinge etwas reduziert haben in den militärischen Auseinandersetzungen. Es sieht wohl so aus, das kann man von hier aus offensichtlich so einschätzen, dass auf der Seite der Kiewer Regierung sich die militärischen Kräfte zurückziehen, teilweise zurückziehen. Und man hört auch von den amerikanischen Kräften, von den Söldnergruppen um Blackwater oder Academy, dass sich deren Reihen offensichtlich ausdünnen. Etwas Ähnliches scheint sich auf der anderen Seite auch zu ergeben. Und das hat wohl etwas damit zu tun, dass die Leute an Ort und Stelle, also die ortsansässige Bevölkerung, mit diesen Auseinandersetzungen nicht nur nichts anfangen kann, sondern sie auch nicht mag, von welcher Seite auch immer das da betrieben wird. Mhm. Man akzeptiert vielleicht einen Checkpoint hier und einen Checkpoint da. Man hat auch nichts dagegen, dass Auseinandersetzungen zum Abschuss eines Hubschraubers führen. Ich sage das etwas jetzt salopp in diesem Zusammenhang. Aber die Auseinandersetzungen, die sich da hätte entwickeln können, wofür ja das Potenzial auch da war, die stößt nicht auf die Zustimmung der Leute, die da leben. Das muss man offensichtlich nüchtern sehen. Das ist das eine. Das zweite, das macht sich vor dem Hintergrund der Entwicklung in Kiew besonders bemerkbar. Es gibt von gestern Meldungen der katholischen Nachrichtenagentur aus New York. Und die sagen, nicht mehr, nicht weniger, als dass eine gewaltige Emigrationswelle der jüdischen Bevölkerung aus der Ukraine durch Israel geplant ist. Mhm. Und diese Informationen, die gestern das Licht der Welt erblickt haben, machen deutlich, dass diese geplante Aktion der Ausreise aus der Ukraine für die etwa 200.000 jüdischen Mitbürger in der Ukraine offensichtlich in Israel selber auf einen anders gearteten Widerstand stößt. Man will das nicht, obwohl es von Regierungsseite initiiert ist, weil man befürchtet, dass man damit die jüdische Bevölkerung in der Ukraine, das sind etwa 200.000 Bürgerinnen und Bürger, dass man die einer besonderen Gefährdung aussetzt. Ich sage das deshalb, weil wir uns ja in den zurückliegenden Wochen gewundert haben, warum das rechtsradikale Element, das ja für die Maidan-Revolution von größter Bedeutung gewesen ist, warum das national und international so runtergespielt worden ist. Es gibt aber offensichtlich Auswirkungen,
die jedenfalls jüdische Kreise so treffen, wie ich es gerade beschrieben habe. Können Sie mir in dem Zusammenhang erklären, wie Sie sprechen ja die Svoboda-Partei an, die an der Regierung massiv beteiligt ist, glaube ich, mit 7 Ministerposten und ich glaube, der höchste Richter wird von einem Svoboda-Mitglied gestellt, wie diese faschistoide Beteiligung an der Regierung, wie das in Deutschland überhaupt runtergespielt werden, ist doch ein rotes Tuch. Müsste es doch sein. Das müsste es eigentlich sein. Und das ist ja etwas, was uns zum Erstaunen bringt, wenn man sieht, wie diese Komponente hier, ich rede jetzt gar nicht von der internationalen Sicht der Dinge, wie diese Komponente hier behandelt worden ist. Wir können ja eins nicht machen. Wir können nicht durch den Bundesrat die Kräfte hier, die NPD oder vergleichbare Kräfte, vor dem Bundesverfassungsgericht verbieten lassen und arbeiten regierungsseitig mit einer Regierung zusammen, die so besetzt ist. Mhm. Also das ist ja ein Widersinn in sich und die Leute merken das auch, dass das so nicht geht. Und wir kommen ja immer stärker in diese Komponente. Ich will den anderen Themen nicht vorgreifen, aber wir sehen ja, dass wir diese rechten und rechtsradikalen Elemente in der Französischen Republik genauso wiederfinden wie im Vereinigten Königreich. Das heißt, wir bewegen uns auf etwas zu, das aus meiner Sicht der Dinge eine der größten Gefahren für den inneren Zusammenhalt Europas überhaupt darstellt. Mhm. Sie greifen wirklich vor, weil wir wollen das Thema natürlich nicht nur streifen, aber Krieg ist ja spätestens seit Jugoslawien wieder möglich geworden in Europa. Das, was die großen Konferenzen eigentlich verhindern sollten, auch lange verhindert haben, das ist wieder möglich. Meine Generation kann sich das im Moment nicht vorstellen. Für mich ist diese Art oder Krieg generell eine abstrakte Geschichte. Für Sie ist es nicht so abstrakt. Das heißt, ich hoffe, es bleibt abstrakt, aber ganz sicher kann man nicht sein. Ich möchte mit Ihnen über dieses Donbass-Becken sprechen. Können Sie mal sagen, wie muss man sich die Region vorstellen? Was ist da Schwerindustrie? Wie muss man sich, Krieg dort nicht ankommt? Das ist das industrielle Herz der Ukraine. Und wir haben ja schon von Anfang an immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass im Donbass das Geld erwirtschaftet wird, das durch Kiew und Lemberg ausgegeben wird. Mhm. Das heißt, die Schieflage in der Ukraine manifestiert sich geradezu im Donbass, denn die Leute, die da dieses wirtschaftliche Ergebnis erzielen, haben über die Vergabe ihrer Gelder keine Entscheidung. Das wird durch Kiew und Lemberg gemacht. Mhm. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich verständlich, dass man sagt, wenn wir zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes beitragen, wollen wir auch ein Sagen dazu haben, wie das Geld ausgegeben wird. Mhm. Das wäre ungefähr so, als würden wir aus Bayern alles rausziehen, was Bayern produziert und würden Bayern kein Mitspracherecht geben. Die Bayern würden in die Revolution gehen. Mhm. Sehen Sie hier ein neues regionales Selbstbewusstsein in der Ukraine? Ich bin nicht sicher, dass das ein regionales Selbstbewusstsein ist. Die bisherige staatliche Struktur der Ukraine hat dem nicht Rechnung getragen, was die Ukraine ist. Mhm. Was ist denn die Ukraine? Die Ukraine ist jedenfalls kein einheitliches Gebiet. Und wenn ich kein einheitliches Gebiet habe, das macht sich ja auch in der Sprachengesetzgebung, macht sich das ja deutlich. Mhm. Wenn ich kein einheitliches Gebiet habe, dann muss ich jeder Region gerecht werden, weil es sonst nicht geht. Und die Regionen, denen ich nicht gerecht werde, gehen in den Aufstand. Das ist nicht nur in der Ukraine der Fall. Das macht jeder. Mhm. Haben sich hier beide Seiten, sowohl die NATO-Seite als auch Moskau, verrechnet? Ich bin nicht sicher, ob sich die NATO-Seite dabei verrechnet hat. Ich gehe davon aus, vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten Jahre, aber auch der Entwicklung über die Maidan-Revolution, dass die NATO-Seite sehr wohl gewusst hat, was sie tut. Und sie hat letztlich, das macht sich ja auch an dem Abend der Vertragsunterzeichnung durch Steinmeier und andere deutlich, sie hat letztlich darauf gesetzt, dass die rechten Kräfte auf dem Maidanplatz das Übereinkommen, das Steinmeier und andere mit Janukowitsch getroffen hatten, dass da die Daumen nach unten gingen und dass das dann in die Entwicklung mündete, die wir gesehen haben. Und man muss das aus meiner Sicht der Dinge als Initialzündung sehen, die vom Maidanplatz ausgehen sollte. In der Nacht noch sollten die Flammen zur Krim und in den Donbass getragen werden. Mhm. Auch über die sofortigen Entscheidungen, was die russische Sprache anbetrifft. Und diese Initialzündung, die vom Maidan ausgehen sollte, das sind alles Entwicklungen, die wir nachvollziehen können, sind zum Glück auf der Krim nicht auf Nuklearwaffen getroffen, weil die Russen rechtzeitig eingeschritten sind. Mhm. Aber das ist doch ein Spiel mit dem Feuer, da hat man ja auch darauf, dass man Glück hat. Ja, wir haben in dem Sinne vielleicht Glück gehabt,
dass die Nuklearwaffen in der Schwarzmeerflotte nicht tangiert worden sind. Aber wir haben ja in den zurückliegenden Jahren immer wieder gesehen, es wird ja nur noch mit dem Feuer gespielt. Wir haben es in Syrien gesehen. Selbstverständlich muss man mit Assad nicht einverstanden sein. Das ist gar keine Frage. Das gilt auch für andere. Man muss auch mit Obama nicht einverstanden sein. Mhm. Aber es fällt doch auf, dass sich die Entwicklung um Syrien in dem Augenblick ergeben hat, wo man mit Israel zu einer Vereinbarung über die Golanhöhen kommen konnte. Mhm. Das war unterschriftsreif. Ja. Und dann werden Aufstände initiiert in einer Bevölkerung, die natürlich auch nicht durchgehend fair behandelt wird. Mhm. Das muss man im Zusammenhang mit Syrien sehen. Das heißt, syrische Verhältnisse waren auch irakische Verhältnisse, waren auch iranische Verhältnisse. Am südlichen Unterleib der Russischen Föderation wird seit Jahrzehnten gezündelt, um Russland zu treffen. Mhm. Und das sollte auch in der Ukraine der Fall sein. Herr Wimmer, was Sie andeuten, gibt es Kräfte, die alles wollen, nur keine Einigung? Ich gehe davon aus, dass diese Kräfte, die Sie gerade ansprechen, dass die keine Verständigung sich als Ziel gesetzt haben. Die wollen ihre Interessen durchsetzen. Mhm. Wir haben in den zurückliegenden Jahrzehnten seit der deutschen Wiedervereinigung diesen klassischen Konflikt in Europa mehrfach sehr deutlich gesehen. Die kontinentaleuropäischen Staaten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, sind an der Beilegung von Konflikten interessiert. Mhm. Die angelsächsischen Staaten wollen ihre Interessen durchsetzen. Und das haben wir im Zusammenhang mit der Ukraine auch gesehen und sehen es jeden Tag. Mhm. Sie haben viele Jahrzehnte Politik nicht nur gemacht, sondern Sie verstehen sie auch, weil Sie auch heute noch in Kontakt sind mit sehr vielen Insidern. Sie tauschen sich ja auch aus. Gibt es denn Menschen auf der anderen Seite, die es satt haben, diese Art Politik zu machen? Weil diese Politik wird ja nicht ungefährlicher. Ja, wir haben das ja letztlich in der Zentrale des britischen Kapitalismus und Imperialismus gesehen, wenn ich das mal so sagen kann, im britischen Unterhaus. Mhm. Als Cameron gegen Syrien losschlagen wollte. Ohne Erfolg. Hat das britische Unterhaus und die britische Bevölkerung sich verweigert. Man kann das auch für den amerikanischen Kongress sagen. Es ist an der Politik zu Ende gegangen und zu Ende gebracht worden. Mhm. Und die Völker und die Parlamente haben bei den Regierungen nicht mehr mitgemacht. Das war das überraschendste Ergebnis des vergangenen Jahres. Mhm. Ziehen Sie aus diesem Ergebnis Hoffnung, dass die Bevölkerung oder die Parlamente klüger werden oder auch mehr Macht bekommen gegenüber den Regierungen? Ja, ich glaube, dass die Parlamente sehr wohl gesehen haben, dass die Staaten als solche es nicht mehr tragen können. Mhm. Wir haben ja im Zusammenhang mit der Krise um Lehman Brothers gesehen, die amerikanischen Kriege konnten nicht mehr finanziert werden. Und das, was jetzt ansteht, trägt dazu bei, dass wir soziale Unruhen in den Staaten bekommen, wenn wir diese Form von Kriegen weiter betreiben würden. Und vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass in den Parlamenten, aber auch in den beteiligten Bevölkerungen eine so klare Sicht der Dinge doch inzwischen vorkommt, dass man das nicht mehr will. Und wir sehen das in Deutschland in diesem Sommer in zentraler Weise. Bei uns trägt ja der berühmte Parlamentsvorbehalt dazu bei, dass der Deutsche Bundestag jedenfalls über Militäreinsätze entscheiden muss, bevor es dazu kommt. Mhm. Und das hat bisher immer dazu beigetragen, dass die deutsche Bevölkerung mit ihrer Sicht der Dinge ein Wort finden konnte, Gehör finden konnte und dass der NATO-Oberbefehlshaber, egal wer es war, nicht die Entscheidungen treffen konnte, die eigentlich die deutsche Regierung treffen muss. Mhm. Das soll in diesem Sommer geändert werden, wenn nach dem Koalitionsvertrag der Parlamentsvorbehalt so fallen soll, dass der Deutsche Bundestag nicht mehr das letzte Wort hat in Zusammenhang mit einem Militäreinsatz. Wenn das kommt, was im Koalitionsvertrag niedergelegt worden ist, werden wir im Sommer eine Situation bekommen, dass auch die Regierung nicht mehr Herr über die Bundeswehr ist, sondern dass dann in Brüssel darüber entschieden wird, in welche Konflikte wir einsteigen und nicht mehr in Berlin. Mhm. Herr Wimmer, das, was Sie hier andeuten, das müsste einem Sorgen machen. Ja, das ist die zentrale Frage danach, was dieses Land sich selber noch wert ist.
Wenn wir nach der Veränderung im Zusammenhang mit der Wehrpflicht, mit der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht, wenn wir sehen, mit welcher Geschwindigkeit Positionen hier geräumt werden, dann bedeutet das auf diesem Weg nicht mehr und nicht weniger, als dass bei einer entsprechenden Veränderung des Parlamentsvorbehaltes demnächst auch die Bundeswehr im NATO-Interesse in Deutschland selbst eingesetzt werden wird. Mhm. Und dann haben wir eine Situation, die uns von einem Kolonialstaat nicht mehr unterscheidet. Mhm. Hätten Sie sich das träumen lassen vor 25 Jahren? Noch vor 5 Jahren nicht. Mhm. Wie gehen Sie damit um? Ja, das ist die Frage größter Sorge, weil wir ja auf einer ganzen Reihe von Entwicklungsschienen sehen, dass die Substanz unseres Landes ausgehöhlt werden soll. Wir sehen es ja auch im Zusammenhang mit dem berühmt-berüchtigten Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Das ist für mich nicht die Frage nach den berühmten Chlorhähnchen, obwohl das eine wichtige Frage als solche ist. Wenn wir die dort vorgesehenen Schiedsgerichte bekommen, dann hört die parlamentarische Demokratie in Deutschland auf. Das ist das Ende unseres Staates. Ist das das Ende des Rechtsstaates? Das ist das Ende des demokratischen Staates. Mhm. Und der demokratische Staat ist in meinem Verständnis ein Rechtsstaat. Mhm. Wenn amerikanische Anwaltskanzleien darüber befinden, wie unser Land sich weiterentwickelt werden soll, dann müssen wir uns heute über NSA nicht mehr aufregen. Dann ist das nämlich wirklich das Ende. Mhm. Amerikanische Anwaltskanzleien haben den Wahlkampf von Barack Obama finanziert. Ja, man muss ja im Zusammenhang mit amerikanischen Wahlen, muss man immer genau darauf achten, wer finanziert wen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die amerikanischen großen Anwaltsfirmen die Hauptspender für die Demokratische Partei sind. Mhm. Offensichtlich sollen hier die Ergebnisse eingefahren werden, indem man mit Europa eine derartige Vereinbarung trifft, die uns natürlich dann auch in Deutschland tangiert. Und wir haben ja seit etwa Mitte der 90er Jahre im Zusammenhang mit der Entwicklung Shareholder Value, mhm, im Finanzbereich, haben wir ja gesehen, dass amerikanisches Recht sukzessive hier eingeführt werden sollte und auch eingeführt worden ist. Sie können ja die Reihe der amerikanischen Anwaltskanzleien in Deutschland bewundern. Und diese Kräfte sollen dann in die Rolle gebracht werden, über uns zu entscheiden, wie es bisher eine parlamentarische Demokratie entschieden hat. So werden Länder der dritten Welt behandelt, aber nicht ausgewachsene parlamentarische Demokratien. Mhm. Glauben Sie, dass Europa sich das gefallen lässt, und sehen Sie in Europa einen Staat, der sich das auf gar keinen Fall gefallen lässt? Ist Deutschland vielleicht ein eher devotes Beispiel, wo man das machen kann, aber meinetwegen die Spanier lassen sich das nicht gefallen? Das kann gut sein. Ich kann insoweit Europa als Ganzes nicht beurteilen. Ich sehe nur mit großer Sorge, dass der ins Auge gefasste Kommissionspräsident Juncker, wenn er es dann wird, nichts dagegen hat, ein solches Freihandelsabkommen und dann auch noch im Geheimen mit den Amerikanern auszuhandeln. Das ist etwas, was man als Schlag in das Gesicht eines jeden europäischen Demokraten bezeichnen muss. Sie springen schon ins nächste Thema, nämlich die Europawahl. Da bleiben wir ganz kurz, kommen aber zurück in die Ukraine. Juncker, Angela Merkel hat sich ja erst für den Kollegen stark gemacht und dann jetzt eiert sie ein bisschen rum. Und wie sehen Sie denn das? Das war ja ein Wahlkampf, Schulz oder Juncker, und dann, jetzt ist es und dann ja, doch wir nicht. Wir haben ja offensichtlich dicke ungelöste Probleme in Europa. Die bestehen darin, dass man auf der einen Seite über die Europäische Kommission versucht, europäische Integration immer tiefer zu betreiben, immer effektiver zu machen. Ist nicht nur der Widerstand von Großbritannien, der dabei relevant ist. Und auf der anderen Seite die Regierungschefs, die sich natürlich das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen wollen. Und die Bundeskanzlerin lebt ganz gut damit, die Kugelgewalt zu beherrschen. Mhm. Und vor diesem Hintergrund ist das ein Spannungsfeld, das jetzt im Zusammenhang mit zwei Namen ausgetragen wird. Entschieden ist dieses Rennen nicht, und ob es über die Wahl eines Kommissionspräsidenten entschieden wird, kann ich im Augenblick nicht übersehen. Aber Europa steuert auf Klippen zu. Das macht sich auch beim britischen Verhalten klar und deutlich. Es macht sich aber auch im Zusammenhang mit der Ukraine klar. Wir haben ja vor wenigen Tagen gesehen, dass Herman von Rompuy in Aachen den Karlspreis bekommen hat und dabei drei Ministerpräsidenten aus der Ukraine, aus Moldawien und Georgien mitgebracht hat. Ich würde Europa nicht mehr verstehen,
wenn man diesen Staaten den Beitritt zur Europäischen Union in Aussicht stellen würde, wie es in Aachen geschehen ist. Denn wir haben in Zusammenhang mit der Europäischen Union und übrigens auch immer mit der NATO gesagt, es können nur Staaten Mitglied werden, die keine Konflikte mit anderen Staaten haben, auch regionale Konflikte nicht. Friedliche Staaten. Staaten, die in sich intakt sind. Und wenn ich das georgische Beispiel in diesem Zusammenhang mir ansehe und irgendwie geht offensichtlich in Europa derzeit alles an Grundsätzen über Bord. Die haben einen Krieg gegen Russland angefangen und sollen dafür jetzt in die Europäische Union kommen. Da kann ich nur sagen, da muss sich vieles ändern, bevor das Wirklichkeit werden kann. Herr Wimmer, die Frage, die ich Ihnen da direkt stellen muss, glauben Sie daran, dass Menschen, die das forcieren, dass eben Staaten, die alles andere als friedlich sind oder eben nicht stabil sind oder die vor ein paar Jahren noch einen Krieg geführt haben gegen Russland zum Beispiel, wenn solche Staaten in die europäische Gemeinschaft sollen, glauben Sie, das passiert, weil wir es inzwischen mit Politikern zu tun haben, die keine Weitsicht haben, oder muss man das eigentlich anders sehen, dass es Vorsatz? Ich gehe mal von Vorsatz aus, denn mit klarem Verstand kann man sowas nicht machen. Aber was ist das Ziel? Europa lahmzulegen. Wir wissen ja über die britische Attitüde, die Türkei als Vollmitglied in die Europäische Union aufzunehmen. Das britische Interesse ist darauf gerichtet, die Europäische Union zur überdimensionalen Freihandelszone degenerieren zu lassen. Das Interesse ist auch ein amerikanisches Interesse, denn die Briten verhalten sich als Pudel-Amerikaner seit Jahrzehnten nicht anders als im amerikanischen Interesse. Das sind Dinge, die muss man sehen. Das kontinentale Interesse der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik ist auf eine Verstärkung der Integration gerichtet. Aber die werden überrollt durch derartige Gedanken. Das ist natürlich legitim, dass andere Staaten andere Vorstellungen haben. Da muss man sich nur fragen, was sollen sie in der Europäischen Union? Und es gilt dann natürlich auch an die Adresse zum Beispiel der deutschen Bundeskanzlerin zu sagen, wenn erkennbar derartige Tendenzen bei anderen Platz greifen, dann muss aber für Deutschland klar gemacht werden, dass das ein Weg ist, den wir nicht mitgehen wollen. Sie haben jahrzehntelang mit Helmut Kohl zusammengearbeitet. Das war ja ein Mann, der für die Integration stand, die Integration angestrebt hat und der auch Krieg miterlebt hat. Was die CDU jetzt macht oder was konservative Parteien machen, das ist ja das Gegenteil von dem, was Kohl gemacht hätte. Können Sie mir das erklären? Ja, das sind erklären, doch konservative Parteien. Ja, erklären kann man das nur schwer. Wenn man die Situation der konservativen Parteien oder der CDU, die ich nicht nur als konservativ bezeichnen würde, wenn man die in der Zeit von Helmut Kohl sieht, dann war das eine andere Partei, als wir es heute haben. Man muss ja heute davon ausgehen, dass in der CDU für politische Themenfelder, die relevant sind, Stilllegungsprämien gezahlt werden, damit sie nicht stattfinden. Das müssen Sie noch mal sagen. Stilllegungsprämien für relevante Themen, um sie nicht zu bearbeiten. Ja, weil das ja das Machtgefüge stören könnte. Was sind das für Themen? Alles das, Sie sehen es da heute ganz aktuell im Zusammenhang mit den nicht durchgeführten Ermittlungen in Sachen NSA. Da steht ja das Rechtsstaatsempfinden unseres Landes zur Disposition. Das gilt genauso gut für sicherheitspolitische Themen. Wir haben es gesehen im Zusammenhang mit der Aufgabe in voller Geschwindigkeit der Wehrpflicht. Ja. Da ist ja nicht drüber debattiert worden, das ist im Ergebnis dekretiert worden. Das sind Verhältnisse, wie wir, jetzt sage ich das nicht unter nostalgischen Gesichtspunkten, aber wie wir sie früher nicht gekannt haben. Eine Partei wie die CDU, CSU kann ich auch sagen, war eine lebhafte Partei, weil wir überall auch regionale Fürsten hatten, die was zu sagen hatten und die alleine schon deshalb dazu beigetragen haben, dass in der Partei diskutiert worden ist. Das hat dem Helmut Kohl nicht immer gepasst, dass das so war. Aber heute ist demokratischer Zentralismus, es regiert eine. Wohin driftet denn ein Land mit einer Volkspartei, wo es keine unterschiedlichen Kräfte mehr gibt? Oder die nichts zu sagen haben. Ja, das Land wird über eine unfähige Partei lahmgelegt. Das eine bedeutet doch das andere. Wenn ich einen wesentlichen politischen Gestaltungskörper eines Landes so stilllege und aus der Diskussion rausnehme, hat das Folgen für die Presse, hat das Folgen für die Öffentlichkeit. Wir haben ja in unserer Verfassung stehen, dass die politischen Parteien an der Willensbildung
der deutschen Bevölkerung mitwirken. Mhm. Das heißt, sie müssen eine Aufgabe erfüllen. Wenn ich die Partei stilllege, weil ich ein Thema nicht haben will, weil es meine Macht gefährden kann, lege ich das Land lahm. Mhm. Wo endet ein Land wie Deutschland, das ja in Europa sehr mächtig ist? Wenn man es lahmlegt, wird es zu einem sehr ohnmächtigen, aber großen Wirtschaftsland? Ja, das ist ja möglicherweise die Absicht derjenigen, die diese Konzepte auch betreiben. Ich habe eben darauf aufmerksam gemacht, dass es das angelsächsische Vorhaben ist, nicht das Europa der Integration zu bekommen, sondern die überdimensionale Freihandelszone. Mhm. Dann mache ich das natürlich so und lege diese Trends so an. Mhm. Wie sehen Sie denn die Rolle Deutschlands in den nächsten 20 Jahren? Das ist im Augenblick, ist das schwer zu sagen. Wir müssen unsere Rolle immer neu justieren. Es fällt uns vielleicht im Augenblick leichter als anderen, nüchtern zu sehen, worauf es eigentlich ankommt. Wir sind zum ersten Mal in unserer Geschichte, wie man so schön sagt, von Freunden umgeben. Mhm. Das heißt, wir müssen ein zentrales Interesse daran haben, dass diese Situation erhalten bleibt. Das gilt aber auch im Zusammenhang mit der Russischen Föderation. Die Russische Föderation liegt nun mal in Europa. Und Helmut Schmidt hat mir immer wieder gesagt, die Russen werden in ihrem Land leben und das Land wird es geben, auch wenn es die NATO nicht mehr gibt. Mhm. Und da müssen wir mit großer Werf darauf achten, dass diese Balance in Europa erhalten bleibt. Das gilt auch für die transatlantischen Beziehungen. Aber wir müssen unser Wort machen, wir dürfen uns nicht ducken. Churchill hat mal dieses böse Wort geprägt, die Deutschen hat man entweder an den Füßen oder am Hals. Mhm. Ich glaube, der gerade Gang ist das Bessere für uns und dass man auch sagt, was man denkt und dass man das auch seinen Freunden sagt. Mhm. Das kann ich in letzter Zeit nicht entdecken, sondern Sie haben es gerade angesprochen, NSA. Also eigentlich müsste man mit seinen Freunden hart ins Gericht gehen, aber das Wegducken ist ja hier eher der Fall. Es beleidigt eigentlich ein Land und es beleidigt alle seine Bürger. Ja, was sollen die Leute eigentlich von dieser Regierung halten und was sollen sie von ihr denken? Mhm. Da wird die Kanzlerin selbst angezapft. Mhm. Jeder sagt, dass Deutschland großflächig ausgespäht wird. Und die eigene Regierung sagt, das nehmen wir hin. Mhm. Denkt darüber nach, Edward Snowden überhaupt nach Deutschland zu holen. Was auch immer. Das sind ja Dinge, die kann man sehr wohl so und so sehen, ob man einen hier hinholen soll. Ja. Wenn man noch nicht mal dessen Sicherheit im eigenen Land gewährleisten kann. Mhm. Es wird in Berlin intensiv darüber diskutiert, was passiert denn eigentlich, wenn wir den hier hinholen und der kommt vom Flughafen nicht im Reichstag an. Ja, das sind ja die Dinge, die diskutiert werden und die diskutiert werden müssen. Mhm. Aber Herr Wilmer, wo sind wir denn, wenn wir 2014 ernsthaft darüber nachdenken müssen, ob wir einen Kronzeugen, wenn wir den auf dem Flughafen landen lassen, noch bis zum Reichstag bekommen? Was ist das? Ja, wir sind kein Land, das in rudimentären Aspekten souverän genannt werden kann. Mhm. Da sind Sie sich ja mit Gregor Gysi einig sogar. Das kann gut sein, ich kenne jetzt dessen Äußerungen auf diesem Feld nicht, aber im Zusammenhang mit dieser von Ihnen angesprochenen Frage, es würde völlig ausreichen, auf dem Dach des Kanzleramtes die elektronischen Kampfeinheiten der Bundeswehr zu installieren, die berühmte ELOKA, dann würde das alles nicht mehr stattfinden. Weil man nicht mehr abgehört werden könnte, technisch gesehen. Technisch nicht mehr abgehört werden könnte. Mhm. Man muss sich doch fragen, warum das eigentlich nicht passiert. Herr Wilmer, ich frage Sie das, warum passiert das nicht? Ja, kann ich nur vermuten und die Spekulation ist dann nicht fair. Mhm. Beleidigt Sie das eigentlich und Ihre politische Kaste? Ich würde mich nicht als Kasten angehören. Aber Sie wissen, was ich meine? Ich würde mich nicht als Kastenangehörigen bezeichnen. Ich bin Bürger wie jeder andere auch. Was soll der Unternehmer denken, der innovativ tätig ist und der davon ausgehen muss, dass die Dinge alle über die britischen, amerikanischen Dienste abgeschöpft werden? Wir wissen, dass das Handelsblatt ist voll von Darstellungen dieser Art. Das findet alles nicht statt, es wird nicht gemacht und die Leute sollen trotzdem hier für Arbeitsplätze sorgen. Man erwartet ja von einer Regierung, die man hat, dass sie das Land schützt. Das ist übrigens auch der Amtseid, den die Kanzlerin oder der Kanzler ablegen muss. Mhm. Und wenn dieser Schutz unterbleibt, dann zerstört das alles das Rechtsempfinden. Mhm. Und das kriegen sie nicht mehr repariert. Mhm. Wie hätte Helmut Kohl reagiert, wenn man ihn 10 Jahre lang abgehört hätte?
Das ist jetzt eine hypothetische Frage und die kann und will ich an die Adresse von Helmut Kohl auch nicht im Ansatz beantworten. Mhm. Aber das damalige Verständnis, was wir hatten, das war ein total anderes. Helmut Kohl hätte den Jugoslawienkrieg nicht geführt. Mhm. Dafür hat er einen persönlich hohen Preis bezahlen müssen. Nicht nur in der Frage der Wahl 1998 und dass ihm zentrale eigene Leute in den Rücken gefallen sind, um das Wahlergebnis in eine Richtung zu bekommen, Krieg führen zu dürfen. Mhm. Also vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, es gab auch in Deutschland Leute mit Rückgrat. Und Helmut Kohl war einer davon. Mhm. Wie würde Helmut Kohl mit der Situation in der Ukraine umgehen? Wäre es überhaupt so weit gekommen? Oder hätte er sich ganz schnell ans Telefon gehängt und hätte mit Moskau telefoniert? Ja, wir haben ja eine Ausgangssituation vor der Wiedervereinigung und nach der Wiedervereinigung gehabt, die eine ganz andere Ausgangssituation im Zusammenhang mit der Russischen Föderation schaffen wollte und auch geschaffen hat. Ich war selbst in einer Situation im Dezember 1989, dem Bundeskanzler den Vorschlag zur NATO-Integration des wiedervereinigten Deutschlands und der Stationierung von Streitkräften auf deutschem Territorium zu machen. Mhm. Das ist dann später von Bush und von Gorbatschow ist das abgesegnet worden, dieser mein Vorschlag. Mhm. Und wir waren uns damals im Klaren darüber, dass man aus dem Ende des Ost-West-Konfliktes kein Kapital schlagen sollte, dass die zentral bestehenden Probleme der Russischen Föderation ausnutzen wollte. Mhm. Und es war bestenfalls damals daran gedacht, ganz vorsichtig mit der europäischen Gemeinschaft, die es damals noch war, in Richtung mittel- und osteuropäische Staaten zu gehen, um zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in diesen Staaten zu kommen. An NATO ist aus den bekannten Gründen, die Russen leiden bis heute unter dem Trauma Napoleon und Hitler. Mhm. An NATO ist damals nicht gedacht worden, aus guten Gründen auch in der Allianz nicht. Und das ist Mitte der 90er Jahre ist das umgedreht worden, weil die Amerikaner sich entschieden haben, dass die Zusammenarbeit zwischen europäischen Staaten für sie das größere Problem sein müsste. Und deswegen haben sie die Forcierung der NATO in Richtung Osten betrieben. Die Osterweiterung über Osten. Die Osterweiterung, ja. Ich erlebe Amerika immer stärker als ein Land, was aus wahnsinnig schlechten Verlierern besteht. Also ist davon auszugehen, dass die Amerikaner die Idee, die Ukraine in die NATO zu holen, zumindest Ärger zu produzieren mit den Russen, dass diese Idee vom Tisch ist? Aber im Moment läuft es ja nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Oder sind die einfach dort sehr hartnäckig und werden es immer wieder versuchen? Ich gehe mal davon aus, dass sie es immer wieder versuchen werden. Ich habe ja selber teilgenommen an dieser inzwischen ja fast berühmten Konferenz von Bratislava, wo man gesagt hat, das war ja eine Konferenz organisiert durch das amerikanische Außenministerium und es waren anwesend Ministerpräsidenten, Außenminister, Verteidigungsminister aus den osteuropäischen Staaten. Man hat ja damals gesagt, wir wollen die Situation, die wir jetzt haben, nutzen, um die NATO vorzutreiben bis an die russische Grenze. Mhm. Das Gebiet zwischen dem Atlantik und dieser russischen Grenze ist dann amerikanisches Gebiet. Mhm. Und wir haben eben über das Freihandelsabkommen mit seinen Kolonialklauseln ja gesprochen. Mhm. Und das Gebiet, was dahinter liegt, interessiert uns nicht. Das war die damalige Sicht der Dinge. Und ich gehe davon aus, dass die Vereinigten Staaten konzeptionell an diesen Überlegungen festhalten. Das mag jetzt mal temporär im Zusammenhang mit der Ukraine vielleicht nicht so gelaufen sein, wie sie sich das letztlich ausgedacht haben. Mhm. Aber dafür verzichten die auf jeden Ukrainer, der sich für amerikanische Interessen schlägt. Mhm. Herr Wimmer, wenn man sich Europa anschaut, Europa hatte eine lange Friedensphase nach langem Krieg, und zwar während dieses Kalten Krieges und die Mauer in Deutschland stand. Wie wichtig ist denn eigentlich diese Art von Stabilität der Kräfte, auch unterschiedliche Interessen in Europa? Brauchen wir ein
andersartiges Russland, um Stabilität in Europa zu haben? Also die Staaten kann man sich nicht malen, wie man sie haben möchte. Manchmal mag das ja in Washington anders gesehen sein, aber die Staaten sind da und man sollte mit denen auch arbeiten, wie sie sind. Und man sollte nicht immer das Phänomen einer bedingungslosen Kapitulation vor sich hertragen und andere Staaten damit konfrontieren. Mhm. Das heißt, ihr dürft nur insoweit existieren, wie wir es euch diktieren. Das kann es nicht sein. Und das Problem, was wir in Europa haben, ist ja, damals übrigens gegen den Widerstand der CDU-CSU, dass Verhandlungsforen und Verhandlungsstrukturen wie die KSZE diesen Ausgleich, um den es ja gehen können muss, in Europa hergestellt haben. Das war eine extrem erfolgreiche Operation. Die Wiedervereinigung Deutschlands ist ein Ergebnis davon und das Ende der Spaltung Europas übrigens auch. Und das aus meiner Sicht so entsetzliche und verhängnisvolle ist, dass die Vereinigten Staaten dieses Konferenzformat bewusst zerstört haben über den Jugoslawienkrieg. Und sie haben es vorher schon bewusst verhindert, in den Bemühungen des kasachischen Staatspräsidenten Nazarbayev etwas derartiges auch für Asien zu schaffen. Das hat dazu geführt, dass die Staaten in Asien, China, die Russische Föderation, Kasachstan und andere, inklusive Indien und Pakistan, ja die Shanghai-Kooperationsorganisation unter Ausschluss der Amerikaner gebildet haben, weil die Amerikaner es nicht wollten. Die Amerikaner haben offensichtlich eine Konzeption seit Ende des Kalten Krieges, die bedeutet, macht Europa fit für den Krieg, macht Asien fit für den Krieg und wir führen ihn. Lassen Sie uns in Europa bleiben. Was Sie hier ansprechen, ist, dass Europa, wie Sie es mitgestaltet haben, ein Europa der Konferenzen, also der Verständigung, wie in einer Familie. Da gibt es unterschiedliche Kräfte, da gibt es alte Kräfte, junge Kräfte, aber man muss sich einigen, man sitzt am selben Tisch und man versucht auf Augenhöhe zu operieren. Dass dieses Europa der Konferenzen, dass das ja wohl vorbei zu sein scheint. Ist das eine vorübergehende Phase und man wird sich besinnen oder sagen Sie, das muss man ganz anders sehen? Wenn ja die Alternative ist Krieg. Aber das kann doch keine Alternative sein. Ja, deswegen sage ich ja, wir müssen eigentlich zu diesem erfolgreichen Format zurück. Normalerweise würde man ja hingehen in einer solchen Situation und sagen, wir müssen irgendwas Neues schaffen, das uns nicht in diese Probleme treibt. Ja. Nur das Neue, das konzeptionell Neue, das brauche ich nicht zu erfinden, das habe ich vor 20 Jahren zerstört. Und deswegen ist mein Petitum zu sagen, warum geht man nicht zu diesen Verhandlungsforen, zu diesen Verhandlungsstrukturen zurück, die ja schon mal erfolgreich gewesen sind? Ich habe die Vermutung, dass uns wieder das trifft, was uns vor 200 Jahren auch getroffen hat, damals im Interesse des britischen Imperialismus. Am Ende der Napoleonischen Kriege hat der österreichische Kanzler Metternich und der russische Zar, die haben die Idee der Heiligen Allianz gehabt. Ja. Die europäischen Staaten sollten Verheerungen der Form, wie sie unter Napoleon hergestellt worden sind, nicht mehr erleiden müssen. Und deswegen sollte es einen friedlichen Ausgleich von Interessen geben. Die Briten haben das als gegen ihre Interessen gerichtet angesehen und haben alles getan, Europa kriegsfähig zu halten. Und die Vereinigten Staaten haben nach Ende des Kalten Krieges nichts anderes gemacht. Aber wenn ich sage, ich gehe zu diesen Überlegungen nicht zurück, dann gehe ich in den Krieg, ob er ein Low Density ist oder in welcher Form er ausgetragen wird. Ich habe nur noch Konfrontation. Und ich habe oft genug den Eindruck in den letzten 25 Jahren gehabt, dass die Vereinigten Staaten offensichtlich unfähig sind, in Kooperation mit anderen zu leben. Herr Wimmer, da muss ich Ihnen eine Frage stellen. Vielleicht ist es so, dass die Amerikaner gar nicht unfähig sind, aber das Prinzip Teile und Herrsche und Streit zu schüren, um dann als Schutzmacht aufzutreten, weil man einfach einen ziemlich großen Militärapparat hat, dass das gewollt ist? Das wird gewollt sein, sonst hätte man es ja nicht betrieben. Wir haben ja in der KSZE und in der OSZE gesehen, für eine ganze Reihe von Jahren durften amerikanische Abgeordnete an unseren Beratungen nicht mehr teilnehmen, weil in Amerika selbst die Politik umgestellt worden sind. Die haben sich nach dem Ende des Kalten Krieges bewusst so entschieden, das so zu machen, wie Sie das gerade gesagt haben. Aber Herr Wimmer, ich bin kein Politiker, aber
Das, was ich überschauen kann, ich würde sagen, also um aus dieser Spirale, die auf einen Krieg hinausläuft, das kann man ja auch in der Ukraine sehen, also wird ja gezündelt. Um da rauszukommen, brauchen wir ein wirkliches europäisches Selbstbewusstsein. Und da sollte doch Deutschland auch ein Motor sein. Nicht der Motor, aber einer der Motoren. Wäre das eine Chance, um sich da wirklich, müssen wir uns von diesem Amerika befreien, um nicht in einen Krieg zu kommen in Europa? Also die Fragestellung ist vermutlich komplizierter. Das ist die Frage nach einer Gratwanderung. Ich bin schon der Auffassung, dass wir wieder politikfähiger werden müssen. Wer ist wir? Ja, die Bundesrepublik Deutschland, die Regierung, die wir haben. Mhm. Nach Hans-Dietrich Genscher und vielleicht noch nach Kienkel als Außenminister haben wir niemanden mehr gehabt, der diesem Amt auch nur im Ansatz gerecht geworden ist. Wie beurteilen Sie Fischer? Ja, das ist der Prototyp dafür. Den haben wir ja jahrelang nicht mehr gehört. Den hat ja nur noch die Freundschaft zu Frau Albright gerade gehen lassen. Mhm. Das war aber alles, was man über diesen Mann als Außenminister sagen kann. Aber Genscher und Kinkel haben kooperiert, haben Konzepte verfasst, haben sich bemüht, mit den Problemen fertig zu werden, haben für die Probleme auch Lösungsvorschläge gebracht. Viele von denen sind umgesetzt worden. Das letzte große Konzept von Hans-Dietrich Genscher war, die KSZE auf den südlichen Rand des Mittelmeeres zu übertragen. Kinkel hat das auch betrieben. Das ist alles sabotiert worden. Heute sterben die Leute vor Lampedusa. Mhm. Das ist das Ergebnis. Und danach hat Außenpolitik bei uns in dem Sinne nicht mehr stattgefunden, weil das von den Vereinigten Staaten überrollt worden ist. Und niemand in Berlin ist bereit, einen Halt zu sagen. Man macht das weiter mit. Mhm. Und in dem Maße, wie man es weiter mitmacht, stellen sich die Fragen nach den europäischen Kriegen. Mhm. Herr Wimmer, was ich jetzt merkwürdig finde, ist, dass Sie sagen, dass die Außenminister in der Vergangenheit, wo Deutschland nicht so souverän war, also ja, so souveränere Politik gemacht hat, als das ja heute der Fall ist, wo wir souverän ja sind eigentlich. Wie passt das zusammen? Ja, ich kann es auch nicht erklären. Es ist nur eine Feststellung. Mhm. Es verging keine Woche, wo Genscher nicht an allen Ecken und Enden präsent gewesen ist und auch kluge Dinge bewegt hat. Das kann man auch noch für Kinkel sagen, obwohl es da schon Abstriche gab. Aber danach hat ja nichts mehr stattgefunden. Wo sehen Sie die gemeinsamen Aktivitäten, die auf die Beseitigung der europäischen Probleme gerichtet sind im Zusammenhang mit der jetzigen Bundesregierung? Das ist doch nur noch Fehlanzeige. Mhm. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückspringen in die Ukraine. Die Ukraine, ist das für Sie Europa? Grenzt das an Europa? Oder ist es ein Staat, von dem man weder sagen kann, dass er Europa ist, auch nicht an Europa grenzt, er ist auch nicht Russland, er ist eben die Ukraine? Was ist das? Also wenn man sich in der Ukraine aufhält, dann hat man vielleicht einen Zugang zu dieser Frage. Ob man sie beantworten kann, ist eine andere Überlegung. Wenn Sie sich in Lemberg aufhalten, halten Sie sich in Nürnberg auf. Mhm. Das ist kein Unterschied. Also ja, Sie sind auf vertrautem Gebiet. Ja. Wenn ich das in der Ukraine richtig sehe, ist die ukrainische Landwirtschaft Aufnahmebecken für holländische Landwirte geworden, die weite Teile der Ukraine beackern. Die fühlen sich da zu Hause. In den Niederlanden haben sie keine Perspektive mehr, also gehen sie in die Ukraine. Sie müssen es als vertrautes Gebiet ansehen und als heimisch. Ja. Wenn man über Kiew hinausgeht, werden die Dinge russischer. Mhm. Das heißt, ich habe es nicht mit einem einheitlichen Gebiet da zu tun, sondern mit einer, wie so oft, Durchgangssituation. Mhm. Wenn ich aber eine Durchgangssituation habe, dann muss ich alle beteiligen, die auch an den Rändern liegen. Das ist hier bei uns nicht anders. Wir sind doch froh, dass wir neben Holland liegen. Ja. Also stellen Sie sich mal vor, wir würden neben Berlin liegen. Das wäre für uns schrecklich. Mhm. Herr Wimmer, Was würden Sie Deutschland raten, um die Situation in der Ukraine zu entzerren? Was könnte Deutschland als Regierung, als Staat, auch vielleicht wirtschaftlich, politisch tun, um dort Vertrauen zu schaffen? Sagen wir zu, es war ein großer Fehler, die Ukraine zu zwingen, sich entweder oder zu entscheiden. Was würden Sie tun? Wir müssen irgendwie Gesamtkonzepte entwickeln. Ich kann das nicht im Zusammenhang mit der Ukraine alleine entscheiden. Wir haben eben eine Reihe von Themenfeldern angesprochen, wo von draußen auf uns geachtet wird. Mhm. Nach dem Motto, wie aufrecht gehen die? Mhm.
und wie klar können die denken. Und ich muss seitens der Bundesregierung ein anderes politisches Bild malen. Wenn ich das nicht mache, kann ich auch die von Ihnen gestellte Frage nicht beantworten. Gehen die Russen aufrechter als die Deutschen? Ich will jetzt nicht über andere urteilen, aber ich gehe schon mal davon aus, wenn ich die Russen sehe, in Zusammenhang mit der Entwicklung seit 1992 vielleicht, die schwirrten ja irgendwo im Kosmos umher und wussten nicht, was sie wert waren. Amerikanische Bemühungen, die Wirtschaft der Russischen Föderation zu zerstören, die waren ja auch noch erfolgreich, über den Professor, den berühmten Jeffrey Sachs. Ja. Also das muss man ja auch mal sehen. Dann gab es die Probleme mit der russischen Währung um 1998 herum. Das heißt, die taumelten ja vor sich hin. Das ist in Zusammenhang mit der Bedrohungslage, die seitens der Vereinigten Staaten für die Russische Föderation seit vielen Jahren hergestellt wird, offensichtlich anders geworden. Zu welchen Überlegungen das die Russische Föderation als solche treibt, kann ich hier nicht übersehen. Aber da waren diese Formate, KSZE, OSZE, immer die Antworten drauf. Und die Vereinigten Staaten und andere haben dazu beigetragen, dass es diese Antworten, die auch Moskau geben muss, so nicht mehr gibt. Und das muss anders werden. Herr Wimmer, Putin, die russische Regierung, der Kreml wird in unseren Medien in den letzten Wochen und Monaten als der Wiedergänger Adolf Hitlers, als total verrückte Spinner, hochgefährlich, Aggressoren, die nur darauf warten, in den Kalten Krieg zurückzukehren oder das nächste Land zu überfallen. Das ist so wird es dann dargestellt. Aber wie wichtig ist denn ein stabiles Russland oder eine stabile russische Föderation für Europa selbst, als Puffer auch zwischen Asien? Ja, wir haben ja hier als Rheinländer oder als Nordrhein-Westfalen, wenn es die geben wird, wir haben ja eine historische Erfahrung im Zusammenhang mit der Russischen Föderation oder mit Russland als solches. Die Verhältnisse konnten sein, wie sie wollten, auch in der Zeit des Kalten Krieges. Die ökonomischen Verbindungen zwischen uns und Russland waren immer stabil. Über 150 Jahre hinweg. Das ist das große Phänomen. Und das Interessante an dieser Situation ist immer gewesen, dass die Russen extrem vertragstreu gewesen sind. Da gab es nicht die Zicken, die wir mit anderen immer wieder erleben, wenn es um ihre Vorteile geht. Das waren stabile Verhältnisse. Ich gehe nicht davon aus, dass weder im Rheinland noch in der Russischen Föderation an diesen Überlegungen die Axt angelegt werden soll. Ich gehe davon aus, man will das auf Dauer so sehen, dass das so bleibt. Mhm. Was die Verteufelung des russischen Präsidenten oder Russlands generell anbetrifft, das ist ja ein längerfristiges Konzept. Mhm. Das sieht man ja seit geraumer Zeit. Das ist psychologische Kriegführung, wie man sie im Vorfeld des Ersten Weltkrieges schon erlebt hat und seitdem immer wieder. Wenn ich das heute die Vorwürfe gegen oder die Angriffe auf Putin sehe, so hat man gegen jede Wirklichkeit Wilhelm II. Schon bezeichnet. Also da wird jemand wie mit einem Christbaum beim Bombenangriff angeleuchtet, wird zum Teufel gemacht und soll die Massen im eigenen Land mobilisieren, gegen ein anderes Land vorzugehen. Das ist eigentlich das Schäbigste, was man sich denken kann. Ich möchte mal auf diese Sanktionen zu sprechen kommen, die Amerikaner von Deutschland, unter anderem von Europa, gegenüber Russland fordern. Amerika wäre von diesen Sanktionen nicht wirklich betroffen. Deutschland wäre von diesen Sanktionen sehr stark betroffen. Wir sind ein starker Handelspartner und machen gute Geschäfte. Wir kriegen Energie, die kriegen Technologie. Viele deutsch-russische Firmen arbeiten in Russland mit einer 51-49 Beteiligung. Bei 51% haben die Russen. Also das muss man sagen, das ist sehr fair. Steinmeier hat ja jetzt gesagt, dass er diese Sanktion nicht wirklich mittragen will. Auf der anderen Seite höre ich auch nicht ein Widerwort gegen Moskau. Wie muss man denn die europäische oder die deutsche Politik, Außenpolitik gegenüber Russland eigentlich, wie muss man sie sehen? Ist das verlogen? Ist das ein Geeier? Was ist denn das? Ja, das ist möglicherweise eine Mischung aus vielen Dingen, die Sie gerade angesprochen haben. Das ist ja die Tragik der Situation, dass man nicht genau definieren kann, was ist es. Sie widerspricht sich ja in sich. Ja, wir haben ja im Zusammenhang mit diesem Petersburger Wirtschaftstreffen
wieder mal so einen Geschmack dafür bekommen, wie das läuft. Es wurde allgemein dazu aufgerufen, offensichtlich die Konferenz in St. Petersburg zu meiden. Die deutschen Spitzenvorstandsmitglieder, einer nach dem anderen, hat abgesagt, ist nicht hingefahren. Wer ist da gewesen? Die amerikanischen Bosse. Das heißt, ich muss das so sehen, wie es ist. Ich habe ein zweites Beispiel, wo ich nur sagen kann, das schlägt wirklich alle Rekorde. Da hat man ein russisches Schiff zur Kieler Woche eingeladen. Die soll vom 21. bis 29. Juni stattfinden. Mhm. Dem versagt man jetzt die Möglichkeit, den Kieler Hafen anzusteuern. Man will das russische Schiff nicht sehen. Ich gehe davon aus, dass die große Sorge der Bundesregierung in Berlin gewesen ist, dass es zu sehr freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Kieler Bevölkerung und den russischen Soldaten gekommen wäre und dass man diese Bilder nicht sehen will. Mhm. Man lässt aber amerikanische und britische Schiffe zu und ich sehe nicht, dass es da irgendwelche Bedenken wegen der Beteiligung dieser Marinestreitkräfte am Irakkrieg oder am Afghanistankrieg gegeben hat. Also vor diesem Hintergrund, Völkerrecht spielt dabei keine Rolle. Mhm. Das heißt, auf so einem niedrigen Niveau handelt die Bundesregierung und dann hat man natürlich Zweifel daran, dass die Dinge überhaupt in Ordnung gebracht werden können. Mhm. Die Frage, die Sie natürlich jetzt sich von mir mal gefallen lassen müssen, auch wenn sie ein bisschen plump ist, brauchen wir die Russen noch, wir Deutschen? Ja, das sind unsere Nachbarn. Ich habe eben auf Helmut Schmidt aufmerksam gemacht, der gesagt hat, die wird es geben, ja, solange wie es uns geben wird. Mhm. Ich hoffe, dass wir uns ja noch lange auf diesem Kontinent aufhalten können. Vor diesem Hintergrund, selbstverständlich brauchen wir die. Wir brauchen sie in jeder Beziehung, wie wir auch die Amerikaner brauchen. Mhm. Also Sie wollen sich da gar nicht entscheiden? Nee, das muss man auch nicht. Ich muss da einen Zusammenhang mit der Wirklichkeit zwischen uns und den Russen und uns und den Amerikanern sehen. Worauf kommt es an? Die Russen haben wir auf unserem Kontinent sitzen. Sie sind eine europäische Macht. Die Amerikaner haben wir nicht auf diesem Kontinent. Aber sie haben eine Funktion im Zusammenhang mit damit in der Vergangenheit gehabt, Ausgleich zwischen den westeuropäischen Staaten zu schaffen und zur transatlantischen Verklammerung beizutragen. Mhm. Wenn ich mir die amerikanische Rüstung, die Militärrüstung der letzten 20 Jahre ansehe, dann muss ich das sagen, wenn ich die Amerikaner, und insoweit reibe ich mich an den Aussagen von Frau Le Pen in Frankreich, wenn ich die Amerikaner über eine französisch-deutsch-russische Allianz aus Europa raustreiben will, dann muss ich mich mit einer amerikanischen Militärrüstung beschäftigen, die Europa nicht nötig hat, aber Europa jederzeit in Schutt und Asche legen kann. Mhm. Herr Wimmer, wenn man sich mit dieser Politik, die Sie beschreiben, und mit diesem Kommen und Gehen, mit diesen Wellen, die dort stattfinden, nämlich Aufbau und Abbau, ich rede hier von Krieg, mhm, und dann wieder, damit beschäftigt, dann muss man dort eine DNA erkennen, die ich mal sagen würde, die tief kapitalistisch ist. So kann ich das erkennen. Vielleicht sehen Sie es anders. Ich möchte an dieser Stelle einen Sprung machen zu einem britischen Ökonomen, der ja nicht mehr unter uns weilt, nämlich Professor Anthony Sutton, der in seiner Bilanz mal gesagt hat, Amerika kann kein zweites Amerika gebrauchen, also kein zweites großes Gebiet, was ähnlich prosperiert. Ja, das, also kein intaktes Europa, was friedlich zusammenlebt und alle sind glücklich miteinander. Ja, das ist nicht gut für Amerika. Ja, ich habe das, glaube ich, eben auch schon so gesagt. Ja. Ich habe große Zweifel, ob die Vereinigten Staaten in der Lage sind, mit einem Gebiet zusammenzuarbeiten, das eigentlich friedlich zusammenarbeiten will. Also den Zweifel muss man haben. Und im Übrigen, da brauche ich noch nicht mal auf einen Philosophen oder einen Wirtschaftswissenschaftler zurückzugehen. Die amerikanischen Präsidentschaftsdirektiven über die Sicherheit der Vereinigten Staaten, die haben das alles verbalisiert, was sie sagen. Man will sicherstellen auf dem Globus, dass es nirgendwo ein Gebiet gibt, das in der Sache stabil genug ist, den Amerikanern Fragen zu stellen. Mhm. Das will man nicht. Und man zerschmettert den Globus, um entsprechende Strukturen zu bekommen. Also man muss ja keine Beispiele mehr anführen, die Beispiele sind uns ja allen geläufig und bekannt. Und wir sehen es in diesen Tagen, wenn in Zusammenhang mit einem Inselstreit zwischen Japan und China die Vereinigten Staaten
Position beziehen und China mahnen, obwohl sie auch Japan ermahnen müssten. Das sind alles Dinge, wo die Amerikaner offensichtlich ihre Rolle immer mittendrin empfinden. Sie müssen dabei sein, weil sie sonst befürchten, dass die Dinge vielleicht an ihnen vorbeigehen. Da sind wir bei der Europawahl. Wenn man sich die Europawahl ansieht, muss man sagen, wir erleben ein tief nach rechts gerücktes Europa, ein sehr gespaltenes Europa. Das ist ja nicht das, was Helmut Kohl sich mal gewünscht hat, ein Europa der Integration auf Augenhöhe. Ist das möglicherweise auch Absicht? Weil die Schieflage ist ja durch Banken gekommen. Ja, die Schieflage ist in dem Augenblick eingetreten, als das mit Lehman Brothers passierte. Also das ist irgendwie der erste Nuklearwaffenabwurf im Bereich der Finanzpolitik gewesen und trifft uns politisch ins Mark. Wir haben ja eine Situation in Europa, wo man sich fragt, warum eigentlich die Griechen, die Spanier und wer auch immer noch zu Europa stehen sollen, wenn Europa ihnen die wirtschaftliche Zukunft nicht garantieren kann. Ich sage damit überhaupt nicht, dass in Italien und in anderen Staaten natürlich auch die Hausaufgaben in den Staaten selbst gemacht werden müssen. Aber die ganze umstürzlerische Entwicklung, mit der wir es zu tun haben, hat da eine zentrale Ursache. Ich will nicht sagen, dass es auch nicht nur andere Ursachen geben kann, aber da haben wir sie. Und das ist das bewusste Vorgehen gegen Europa gewesen, vergleichbar dem Vorgehen gegenüber der Russischen Föderation mit dem berühmten Jeffrey Sachs. Die Wirkung ist identisch. Das heißt, die Wall Street oder große Finanztools, alles, was es da an Möglichkeiten gibt, wie immer Sie sie nennen wollen, diese Möglichkeiten werden genutzt, um Europa zu spalten. Wir haben ja eine Situation, die nicht akademisch erörtert werden muss. Man sagt ja in Zusammenhang mit dem Irakkrieg, dass es deshalb zum Krieg gekommen ist, weil Saddam Hussein in den Euro einsteigen wollte. Jedenfalls der zweite Irakkrieg. Auch das Öl abkoppeln wollte vom Dollar. Vom Dollar abkoppeln wollte. Der zweite, der es erlebt hat, war Gaddafi. Auch da war die Entscheidung, vom Dollar runterzugehen in den Euro. Und wenn wir uns das jüngste Abkommen zwischen der Russischen Föderation und Peking ansehen über den riesigen Gas- und Öldeal, die wollen ja auch den Dollar nicht mehr in dieser Rolle sehen. Sie wollen auf die chinesische oder die russische Währung gehen und mal sehen, was daraus wird. Das sind natürlich zentrale Punkte, die die Amerikaner ins Mark treffen. Und wenn ich Irak und Libyen als Beispiele dafür sehe, wie es gelaufen ist, dann kann ich nur sagen, dann weiß ich auch, wie die Konfrontationssituation in Zusammenhang mit der Russischen Föderation ist. Wir haben das ja im Jahre 2007, 2008 mit Chodorkowski gesehen. Man hat ja immer wieder gesagt, der hat die Machtambitionen von Putin gefährdet, wenn es das gewesen wäre. Ich war damals in Moskau und wohnte in der deutschen Botschaft und hatte vor diesem Hintergrund natürlich jede Möglichkeit, jedes Gespräch zu führen, was ich führen wollte, und habe das auch getan. Mir ist in aller Deutlichkeit gesagt worden, es war nicht der Umstand, dass Chodorkowski in der Duma angeblich jeden bestochen hat, der zu bestechen war, und das waren wohl viele. Ja. Sondern es war der Umstand, dass über diesen Mann und diese dahinterstehenden Konglomerate die Verfügungsgewalt über russisches Erdgas und russisches Erdöl nach New York gehen sollte. Die Verträge waren unterschrieben. Und dass die Russische Föderation das nicht mitgemacht hat, versteht jeder, der diesen Hintergrund kennt. Aber das macht natürlich die Form der Auseinandersetzung deutlich, die ja möglicherweise nicht verhindert werden kann, aber aus unseren Interessen verhindert werden muss, denn sie würde fürchterlich enden. Sie haben gerade angesprochen eben, dass der russische Gas- und Ölmarkt ja letztendlich der größte Gas- und Ölproduzent und Gasmarkt der Welt ist. Putin hat damals dieses PSA-Gesetz eingeführt, nämlich einfach sagen, okay, es können ausländische Partner auf russischem Boden bei der Förderung helfen, weil die Technologie besser ist, die amerikanische. Aber es kann ja nicht sein, dass
Gas- und Ölförderung in ausländischer Hand ist. Also einfach die Energieversorgung muss nationales Interesse bleiben, muss national kontrolliert werden. Ich glaube, jeder würde das ganz genauso machen. Ich habe neulich mal gesagt, ich glaube, es wäre unvorstellbar, dass der amerikanische Gas- und Ölmarkt von einer russischen Firma kontrolliert werden würde. Das kann ja gar nicht sein. Also wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wie Putin dort reagiert, ich meine, er reagiert ja anders, als das im Westen gedacht worden wäre, daher auch die in der Presse diese herablassende Art. Das bedeutet für mich jedenfalls als Pressemann, dass Putin irgendetwas richtig macht. Was macht er richtig? Also man kann das ja von draußen nur schwer beurteilen und es ist vielleicht auch nicht fair, es zu kommentieren. Aber das, was jedenfalls nach Jelzin in der Russischen Föderation passiert ist, das ist für uns offenkundig. Da wird eine Meinung in Moskau gemacht. Mhm. Und man bemüht sich, diese Meinung umzusetzen, sie in Politik zu gießen. Das ist eigentlich das Normalste für jeden Staat, mit dem man es zu tun hat. Dass es in Berlin so viel anders aussieht, ist ein Manko. Mhm. Aber ich kann ja deshalb, weil es in Berlin nicht so aussieht, und auch nicht so gehandhabt wird, wir haben ja eben über die Themenfelder gesprochen, kann ich den Russen ja nicht vorwerfen, dass sie ihre Meinung machen. Mhm. Herr Wimmer, wenn man sich anschaut, die Tools, die wir gerade angesprochen haben, wir haben auf der einen Seite das militärische Tool, die Amerikaner sind eine Militärmacht, die ein Budget hat, da träumen die anderen davon, dass das Mehrfache, was andere zusammen haben. Wir sehen eben die Finanzgeschichte, aber trotzdem ist es eben so, dass die Art der Kriegsführung, die funktioniert ja so nicht mehr. Was verändert sich denn auf dem Globus? Werden die anderen besser oder ist die Politik durchschaubarer und man widerspricht leiser und agiert hinter den Kulissen? Was ändert sich? Also ich kann nicht erkennen, dass Amerika mit dieser Politik mittelfristig erfolgreich wird. Sie stören. Ja, wir haben ja eine Antwort auf Ihre Frage in den zurückliegenden 20 Jahren bekommen. Ich kann mich gut auch an gemeinsame Reisen mit Helmut Kohl zum Beispiel nach China erinnern, wo das Thema immer war, die einzig verbliebene Supermacht und dagegen steht die multipolare Welt. Mhm. Das war durchgehend so. Ja. Von einzig verbliebener Supermacht spricht man inzwischen nicht mehr. Man spricht mehr und mehr von der multipolaren Welt. Mhm. Die Krux bei den Vereinigten Staaten ist nach meinem Dafürhalten gewesen, dass man sich zu einseitig nur auf die militärische Komponente gesetzt hat. Und die jetzt mehr und mehr deshalb notleidend wird, weil die finanzpolitische Basis im eigenen Land und die Unterstützung durch die Bevölkerung nicht mehr da ist. Mhm. Aber jetzt habe ich diesen Apparat. Ja. Also das ist ein Riesenmanko und eine Riesenkrux. Und ich hoffe nur, dass das für uns nicht so ausgeht, dass wir alle drunter leiden müssen. Aber wie wollen Sie denn aus dieser Nummer rauskommen? Weil das, was Sie ansprechen, Amerika hat eine riesige Rüstungsindustrie, davon ist das Land abhängig, also auch die Arbeitsplätze, ich glaube 40% macht das dort aus, wenn man bis ins letzte Glied geht. Dieser Apparat kann ja nur überlebensfähig sein, wenn die Technologie auch verbraucht wird. Also Sie müssen irgendwo auch einen Krieg führen. Ja, das haben Sie ja bisher auch gemacht. Mhm. Also insoweit... Ich habe jüngst von einem guten pakistanischen Gesprächspartner von mir gehört, von den Milliarden, die in Afghanistan investiert worden sind, auch deutsches Geld, Milliarden, sind 90% nach USA zurückgeflossen. Also vor diesem Hintergrund in Afghanistan ist wenig geblieben. Was machen die denn mit dem Geld? Ja, da werden die künftigen Dinge finanziert, die andere Länder betreffen. Wir haben es ja dann in Syrien versuchsweise wieder gesehen, wir haben es in Libyen gesehen. Aber denen geht offensichtlich auf diesem Feld die Luft aus. Mhm. Und die große Frage dürfte die sein, ob die Erholung der wirtschaftlichen Fähigkeiten, die unter Obama zweifellos eingesetzt hat, ob die in der Lage ist, den Niedergang der militärischen Komponente so rechtzeitig aufzufangen, dass die Vereinigten Staaten selber nicht in größere Probleme kommen. Mhm. Also Fragen, die ich nicht beantworten kann. Da sind wir bei Barack Obama, da sind wir bei der Rede in West Point. Können Sie mal zusammenfassen, was Barack Obama dort gesagt hat und vor allem das, was er gesagt hat, was bedeutet das tatsächlich? Obama geht weiter von dieser amerikanischen Überlegung aus, wir sind die Nummer eins. Mhm. Sie haben es bisher militärisch durchgesetzt, das waren die Sicherheitsdirektiven von George W. Bush, der ja im Kern gesagt hat, was in Deutschland mit Gleiwitz oder in Vietnam mit Tonkin umschrieben ist, wenn wir losschlagen wollen, schlagen wir los, wir fragen keinen. Weil wir es können. Weil wir es können. Mhm.
weil wir es können. Deswegen macht man es. Obama sagt im Kern etwas nur Abgemildertes. Wir machen weiter, was wir wollen, binden uns an nichts, wir binden uns auch nicht ans Völkerrecht. Und wir sehen nur bei unseren Mitteln, dass wir sie diversifizieren müssen. Wir können es nicht mehr mit unseren Soldaten machen, weil die eigene Bevölkerung es nicht mehr mitmacht. Es ist natürlich die Frage danach, wie weit hat sich ein solcher Apparat verselbstständigt. Mhm. Wir müssen die Bevölkerung berücksichtigen. Und deswegen finanzieren wir demnächst große Fonds, mit denen Aufstände finanziert werden sollen. Mhm. Das ist ja das, was er gesagt hat. Das ist nicht das, was die Welt von ihm erwartet. Wir haben ja Vereinigten Staaten erlebt, die mit dem ganzen Instrumentarium auch der Diplomatie handeln konnten und im Übrigen erfolgreich gehandelt haben. Mhm. Und die große Frage ist, warum geht Obama nicht auf diesen Weg zurück? Mhm. Er macht es halbherzig, wie eigentlich alles, was er macht. Mhm. Sind Sie von Obama enttäuscht? Ich hatte keine besonderen Erwartungen an ihn, weil nach dem, was George W. Bush angerichtet hatte, ging es ja eigentlich nur darum, wer bezahlt die Abwrackprämien. Mhm. Und das musste einer sein. Ja. Und das war Obama. Mhm. Also die Rolle von ihm war nicht erstrebenswert, sie war verhängnisvoll. Mhm. Und vor diesem Hintergrund muss er sich fragen, was seine Präsidentschaft gebracht hat. Mhm. Die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist es nicht naiv, auf einen amerikanischen Präsidenten zu schauen mit der Frage, was dieser Mann ausrichten kann? Müsste man nicht diejenigen die Frage stellen, die den amerikanischen Präsidenten finanziert haben, die ihn ins Amt gehievt haben? Und sind das nicht immer dieselben Leute? Ja, wir haben ja eben im Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen darauf aufmerksam gemacht, wie sieht das eigentlich aus? Ich gehe schon vor dem Hintergrund amerikanischer Wahlkämpfe, die man ja über Jahrzehnte hinweg verfolgen konnte, davon aus, dass man in den Vereinigten Staaten sich sehr wohl fragen muss, wer finanziert welche Gruppe. Und wenn ich sehe, wer die finanziert, ob es nun die Halliburtons bei den Republikanern sind oder die Anwälte bei den Demokraten, der verspricht sich was für die nächsten 4 Jahre davon und das kommt dann auch. Das haben wir im Zusammenhang mit den inneramerikanischen Entwicklungen auch gesehen. Das sind alles keine Überraschungen. Man kann das dann sehr genau sehen und man muss es danach beurteilen, wer finanziert und wer gewinnt. Und wer gewinnt, wird auch derjenige sein, der seine Belange durchgesetzt bekommt. Aber sind das nicht letztendlich Farben? Also vielleicht vergleichbar mit einer Automobilfirma, die sagt, wir verkaufen Autos, mal sind es SUVs, die ganz gut laufen, dann sind es Kleinwagen, dann sind es Elektro, aber in Wirklichkeit kommt das alles von derselben Firma. Also ich spiele jetzt mal an auf zum Beispiel die Trilaterale Kommission oder Council of Foreign Relations, dass dort die politischen Köpfe gemacht werden. Die schickt man dann nur in die verschiedenen Apparate, in ein Zwei-Parteien-System, aber letztendlich wird das im Hintergrund sondiert oder ist das Verschwörungstheorie? Das Problem mit Verschwörungstheorien besteht ja aus meiner Sicht darin, es wird nicht mehr fair in der Presse berichtet. Das wäre ja normalerweise die Aufgabe einer auch so wohlgestalten deutschen Presse, wie wir sie haben. Mhm. Die sind ja alle bestens ausgestattet. Mhm. Sie können sich ja ARD und ZDF ansehen, wann berichten die einmal über die Probleme, die den Leuten auf den Nägeln brennen. Und das ist eine dieser Fragen. Da traut man sich ja nicht ran. Und deswegen beurteilen viele Leute, die es ökonomisch, politisch, wie auch immer, beurteilen können, danach, wie sie eins und eins addieren. Mhm. Wir haben beim letzten Mal schon über diese Frage auch sprechen können. Es gibt kluge Beobachter der Vereinigten Staaten, die mit den Vereinigten Staaten engste Verbindungen haben, die sich fragen, ob das, was wir in den Vereinigten Staaten sehen, wirklich in unserem Sinne eine Fassade oder eine funktionsfähige Demokratie ist. Mhm. Jimmy Carter hat ja selbst vor einigen Monaten darauf aufmerksam gemacht, dass es keine funktionsfähige Demokratie mehr ist. Mhm. Der kennt dieses Land ja besser, als ich es beurteilen kann. Und vor diesem Hintergrund scheint es ernste Zweifel an die Adresse der Vereinigten Staaten zu geben. In Gesprächen mit Helmut Kohl ist immer wieder angesprochen worden, wie ist die Rolle der Amerikaner und wie ist die Rolle der Yankees. Mhm. Und es gibt ein berühmtes, kann ich zum zweiten Mal zitieren, ein berühmtes Wort von Winston Churchill, dessen Mutter ja Amerikanerin gewesen ist, wenn ich das richtig sehe, der gesagt hat, ich mag die Amerikaner, aber ich kann die Yankees nicht leiden. Da muss irgendwas mit verbunden sein, das jedenfalls tiefer greift als das, was ich beurteilen kann. Mhm.
Amerika ist ein Land der Superlativen, von daher ist es immer ein bisschen schwierig, über Amerika zu reden, weil es ist zu vielfältig. Es gibt dort eben extreme Situationen, es gibt dort extreme Intellektuelle, es gibt dort extreme Armut, es gibt dort extreme Fairness, aber es gibt eben auch vor allem auch extreme Unfairness, extreme Unverteiltheit, was Reichtum und Macht auch angeht. Aber lassen Sie uns noch weiter zurückgehen. Sehen wir uns mal Amerika als vielleicht ein Konstrukt an, eine Idee an, der Dinge passieren. Was ist das Ihrer Meinung nach, dieses Amerika? Hatten wir immer ein Trugbild davon, was Amerika ist? Ist es etwas ganz anderes? Ist es eine Ansammlung von einigen wenigen Superreichen, die die Fäden ziehen? Also wir tun, glaube ich, gut daran, die Vereinigten Staaten danach zu beurteilen, wie sie sich uns gegenüber äußern. Mhm. Dann haben wir ja Anhaltspunkte. Sie hören uns ab. Nein, das machen sie auch. Ja. Aber ich sage das jetzt mal im konstruktiven Sinne. Wie Verhandlungen laufen, mit welchen Ideen man kommt, wie das kulturell, wie das rechtspolitisch aussieht. Das sind ja Dinge, die kann ich beurteilen, da muss ich nicht mutmaßen. Mhm. Und vor diesem Hintergrund ist das für mich immer die erste Zugangsweise, was ein anderes Land anbetrifft. Ich kann die Chinesen auch nicht beurteilen. Ja. Ich sehe die nur, wie sie sich mir gegenüber verhalten und kann das für 20, 30 Jahre beurteilen. Und habe dann mein Urteil. Vermutlich sehen die anderen uns auch nicht anders, als ich es gerade im Zusammenhang mit den Chinesen und Amerikanern gesagt habe. Es gibt natürlich Überlegungen, die darauf gerichtet sind, eine Finanzoligarchie im Hintergrund der Vereinigten Staaten zu sehen, mhm. als diejenigen, die es betreiben. Ich kann dieser Überlegung nicht widersprechen. Ja. Ich kann es nicht. Mhm. Ich sage nur, es wird da so drüber gesprochen. Die Vereinigten Staaten sind in keiner einfachen Situation. Wenn wir uns, das spielt ja jetzt im Augenblick auch wieder eine Rolle, Venezuela ansehen, nicht weil Venezuela ein ernstzunehmender Gegner der Vereinigten Staaten wäre, aber es gibt in ganz Lateinamerika, ein dringendes Interesse, den Vereinigten Staaten Texas, Neumexiko, Kalifornien und Arizona heimzuzahlen. Mhm. Die Vereinigten Staaten leben mit lateinamerikanischen Ansprüchen auf die alten Territorien. Mhm. Und sie müssen sich diese Ansprüche immer wieder erwehren. Wir Deutsche haben zu diesem Punkt der Geschichte ein gestörtes Verhältnis aus Gründen, die mit 1945 in Verbindung zu bringen sind. Aber andere Völker haben ein ungestörtes Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte. Und was da irgendwo in Texas passiert es im Jahre 1813, das wissen die in Mexiko. Mhm. Wir wissen das nicht, mhm. aber die Amerikaner wissen es auch. Mhm. Rechnen Sie denn mit einer Art Backlash aus dieser Region, dass man sagt, so, wir haben da eine Rechnung offen und die wird jetzt heimgezahlt? Die läuft pausenlos, die wollen wir hier in Europa nur nicht wahrhaben. Mhm. Wenn Sie sich, abgesehen vielleicht mal von Brasilien, in den anderen lateinamerikanischen Staaten, aber dann kann ich auch nur sagen, inklusive Brasilien, umsehen, dann ist das manifestes Denken. Wir tun ja bei uns immer so, als wäre das da mit Chavez, er ist inzwischen verstorben, ja. aber als wäre das irgendwas Spinnerhaftes. Das ist das manifeste Denken zwischen dieser Region im Norden Südamerikas und Mexiko. Mhm. Die wollen alle den Amerikanern das heimzahlen. Mhm. Sie treffen keinen anderen. Mhm. Sehen Sie ähnliche Tendenzen auch im Nahen und Mittleren Osten? Das äußert sich ja mit Sicherheit in dem, was wir allgemein als Terror sehen. Mhm. Das ist ja bekanntlich die Waffe des armen Mannes. Ja. Der eine hat die Nuklearwaffe und der andere hat den Terror. Sprengstoffgürtel. Mhm. Ja, so mhm. ist es. Mhm. Amerika als Land, wo ich die meisten Kapitalisten finden kann, investiert ja in anderen Regionen auch immer wieder in neue Kapitalisten. Also die Amerikaner haben ja nach dem Zusammenbruch der UdSSR ganz stark in russische Oligarchen auch investiert, indem sie die unterstützt haben. Ist diese Art Politik zu machen, wo es keine Gewinner letztendlich geben kann, beziehungsweise wo es immer sehr viele sehr arme Menschen geben kann, die aber in einer gewissen Größenordnung dann gefährlich werden für den gesamten Globus, ist diese Politik Ihrer Meinung nach noch lange so zu machen? Ohne den ökologischen Kollaps zum Beispiel? Ich kann jetzt nicht alle diese Fragen zusammenmischen aus meiner Sicht. Dass das an Grenzen gestoßen ist, das sehen wir ja. Wir leben ja in einer solchen Situation.
Und dass wir diese Probleme haben, über die wir sprechen, ist ein Ausdruck dafür, dass das so nicht weitergehen kann. Wenn ich es weiter betreibe, betreibe ich es in den Kollaps hinein. Nur die Vereinigten Staaten müssen sich über eins im Klaren sein, bei all dem, was man macht, um seine Freunde zu finanzieren und seine Freunde zu halten. Die Chinesen sind ihnen auf diesem Gebiet weit vor. Mhm. Die können das schon seit 5000 Jahren. Mhm. Und die machen das nach ihren Kriterien. Das heißt, sie haben ihren Rivalen schon gefunden. Mhm. Wer wäre das? Die Chinesen. Mhm. Das heißt, wie wird dieses Experiment ausgehen? Ja, das wird spannend auszutragen sein. Wir sehen ja eine Situation auf dem eigenen euroasiatischen Kontinent. Dadurch, dass jetzt diese enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Moskau und der China, der ehemaligen Volksrepublik China, muss man ja sagen, festgeschrieben worden ist, rücken uns die Chinesen näher. Mhm. Die Befürchtungslage, die man ja haben muss in diesem Zusammenhang ist, und Brzezinski und andere haben es ja immer angesprochen, dass auf diese Art und Weise die Amerikaner die Chinesen gegen die Russen treiben wollen und umgekehrt. Weil das würde dann die große Auseinandersetzung sein. Wir haben, das ist nicht von der Hand zu weisen, wir haben, ich habe ja eben auf die Shanghai-Kooperationsgruppe angesprochen, wir haben nach dem Ende der Sowjetunion eine Masseneinwanderung von Chinesen nach Sibirien erlebt und in die Gebiete von Russisch-Fernost. Das waren Millionen. Mhm. Die sind, weil man keinen Konflikt haben wollte, Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts still und heimlich wieder nach China zurückgeholt worden. Das, was wir jetzt haben, stellt Russland vor große Fragen. Nicht nur im Zusammenhang damit, wo geht unser Erdöl und Erdgas hin, sondern was passiert mit Russisch-Fernost und was passiert mit Sibirien. Und vor diesem Hintergrund kann man in Zusammenhang, jetzt will ich nicht den ganz großen Wurf wagen, aber das sind alles Dinge, über die wir seit 20 Jahren gesprochen haben. Mhm. Mit den Chinesen, mit den Russen, aber auch vor allen Dingen in Bonn. Mhm. In Berlin nicht mehr. Mhm. Ist das mit der Ukraine und dem Versuch, Russland aus Europa rauszudrängen, das ist es ja, mit was wir uns im Augenblick beschäftigen müssen, nicht ein Schritt in Zusammenhang mit dieser dann noch viel größeren Auseinandersetzung, die ich gerade angesprochen habe. Sie sprechen hier von einer Strategie, von einer politischen Strategie, die meiner Meinung nach nicht weit hergeholt ist, sondern wenn man sich mit amerikanischer Politik wirklich beschäftigt, das bedeutet, dass man nicht nur die deutschen Geschichtsbücher liest, die ja von den Gewinnern geschrieben werden, sondern wenn man sich tatsächlich damit auseinandersetzt, also jenseits von Guido Kopp, sage ich mal, dann stößt man auf Dinge, die erstmal nicht so ins Weltbild passen. Also für den Deutschen, auch für mich viele Jahre, ich bin ja auch unter amerikanischem Einfluss groß geworden in Westdeutschland, da war Amerika, die Kultur, tolle Musik, das Essen, nette, freundliche Menschen, die dafür sorgen, dass die Russen mich nicht überfallen. Für Deutsche war Amerika ein Land, was Deutschland von den Nazis befreit hat, Deutschland wieder aufgebaut hat, die Luftbrücke, all Dinge, die man positiv sehen kann. Wenn man sich intensiver damit beschäftigt, stellt man fest, dass Amerikaner eben auch ganz stark in den sogenannten Feind investiert haben. Sie haben auch in die russische Kriegsmaschinerie investiert, sie haben auch in Nazi-Deutschland investiert, um das zu machen. Können Sie das mal aufdröseln? Also haben Amerikaner möglicherweise auch mit dunklen Kräften in Deutschland, zum Beispiel der NPD, zu tun? Was die letzte Frage anbetrifft, ich kann mich gut an entsprechende Gespräche in Washington mit höchsten Regierungsstellen erinnern, wo diese Frage eine zentrale Rolle gespielt hat. Und die Erkenntnissituation, mit der wir es da zu tun haben, ist nicht gerade erheiternd. Die Situation wird durch folgenden Umstand kompliziert, was die Beantwortung dieser Frage anbetrifft. In den Vereinigten Staaten selbst wird rechtsradikales Gedankengut, narzisstisches Gedankengut, rassistisches Gedankengut unter den Schutz der Verfassung gestellt. Das ist da ein eherner Grundsatz. Möglicherweise kann man die Vereinigten Staaten nicht anders zusammenhalten, als dass man so etwas toleriert, was ja für uns Europäer undenkbar wäre. Und man hat überhaupt kein Geheimnis daraus gemacht, dass das rechte Gedankengut in Deutschland über die Kanäle der amerikanischen Streitkräfte, die logistischen Verbindungen,
nachhaltig unterstützt wird. Man hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass man sehr wohl weiß, die Fehler werden immer im eigenen Land gemacht, die machen wir selbst, aber man weiß sehr wohl, dass die Finanzierung der rechten Kreise aus Dänemark, aus Holland, aus Belgien, aus Frankreich und aus Spanien passiert. Mhm. Das heißt, die Dinge sind alle bekannt. Man hat offensichtlich ein strategisches Interesse daran, dieses Feuer in Deutschland immer zündelbar zu halten. Mhm. Und deswegen macht man das, auch mit starker amerikanischer Beteiligung. Mhm. Und die machen kein Hehl daraus, dass es so ist und dass sie das auch wissen. Mhm. Was ist der Sinn der Sache? Ja, das, was Sie eben angesprochen haben, man ist gerne auf allen Seiten engagiert. Man ist auf allen Seiten engagiert. Und ich sage das jetzt mal im Zusammenhang mit nun wirklich der tragischen Komponente, wie ich es empfinde, der deutschen Geschichte. Am Anfang von Adolf Hitler steht amerikanische Industrie und die Reichswehr. Mhm. Also ich kann nicht sehen, dass sich das irgendwo mal geändert haben sollte. Also große Investitionen, die nach Deutschland geflossen sind, die Adolf Hitler mit aufgebaut haben, oder auch viele amerikanische Konzerne, die... Auch Gedankengut. Auch Gedankengut, aber Sie sprechen von Henry Ford zum Beispiel, aber auch Tochtergesellschaften in Deutschland lange hatten. Also bis zur... Die deutsche Bomberflotte wäre ohne das Benzin oder ja das topfeste Benzin von Standard Oil gar nicht abgehoben. Ja, und die deutschen Bomber hätten ihre verhängnisvollen Angriffe auf London nicht fliegen können, wenn die deutschen Bomben nicht amerikanische Zünder gehabt hätten. Mm-hmm. Also diese Bandbreite ist nicht bei allen Staaten festzustellen, aber die Vereinigten Staaten sind Meister. Mhm. In Bandbreiten. Mhm. Die Bandbreite war dann später auch in Köln, als man angefangen hat, die Stadt komplett zu bombardieren, die Ford-Werke auszulassen, obwohl es ein großes Ziel war. Warum wird diese Seite Amerikas nämlich am Ende immer als Sieger hervorzugehen, indem man eben auch den Feind im befreundeten oder in dem befeindeten Land zur Fähigkeit verhilft, Krieg führen zu können? Warum wird diese Seite Amerikas nicht gesehen? Dass das vielleicht die dunkle Seite des Kapitalismus ist, dass man Krieg braucht unter allen Umständen? Ich habe eben im Zusammenhang ja mit einer Facette der amerikanischen Entwicklung darauf aufmerksam gemacht, dass die Mexikaner sehr wohl wissen, was da irgendwo 1815 an einer Brücke bei Santa Fe passiert ist. Die Deutschen haben nach 1945 aus vielleicht sogar sehr verständlichen Gründen dieses Denken ad acta gelegt und waren froh, Sie haben es eben beschrieben, dass sie auf nette Leute getroffen sind, die auch mit ihnen noch nett umgegangen sind. Das darf man ja nicht verkennen, dass man die Care-Pakete bekommen hat. Und Gott weiß was, der Helmut Kohl hat immer von diesem Umstand voller Anerkennung gesprochen. Mhm. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass manche Diskussionen, wie sie im Ausland jetzt stattfinden, auch im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg und was sich daraus entwickelt hat, auch in Deutschland dazu beitragen, dass man sich offener allen Facetten der Geschichte stellt. Mhm. Wir haben in diesen Wochen lesen können, dass es in Russland offensichtlich eine intensive Diskussion darüber gibt, dass das strategische Vorgehen der Streitkräfte der Alliierten gegenüber Deutschland darauf gerichtet war, nicht jene deutschen militärischen Fähigkeiten zu tangieren, die gegen die Sowjetunion eingesetzt worden sind. Das heißt, man hat sehr wohl offensichtlich nicht nur die Fortwerke ausgespart, sondern auch deutsche kriegswichtige Industriefirmen und Industriegebiete, die darauf gerichtet waren, in erster Linie etwas zu produzieren, was gegen Osten ging. Also vor diesem Hintergrund gibt es Diskussionen offensichtlich weltweit. Wo die letztlich landen, ich weiß es nicht. Herr Wimmer, ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch mal einen kurzen Schwenk machen, um das Thema dann auch abzuschließen, also diesen Teil des Themas, weil wir könnten darüber noch mal 1,5 Stunden reden, nämlich über diese Art Doppelbödigkeit oder vielleicht die DNA des Kapitalismus. Man muss an allen Ecken immer wieder zerstören können, um dort aufbauen zu können, denn nur so lassen sich Profite erwirtschaften. Amerika hat ja nicht nur Adolf Hitler mit an die Macht gebracht, also finanziell unterstützt und auch in, ich sage mal, Opel Blitz, General Motors oder die BIZ, die Bank für internationalen Zahlungsverkehr, wo Nazi-Deutschland mit den Alliierten, wo man parallel gekämpft hat, da wurden Finanzgeschäfte gemacht, um zu Devisen zu kommen, um dann kriegswichtiges Material zu bekommen. All das, Amerika hat das ja auch später getan, als Deutschland so nicht mehr existierte. Zum Beispiel trafen GIs in Vietnam auf andere Vietnamesen, die ihnen praktisch in amerikanischen Lastwagen entgegenkamen. Das haben die Bomberpiloten auch gesagt, das waren Lastwagen, die wurden in Lizenz gebaut.
Warum wollen wir diese Seite nicht sehen? Also wie groß ist die Verdrängungsleistung der Deutschen? Oder ist es gar keine unmittelbare Verdrängungsleistung der Deutschen? Ist es eine europäische Verdrängungsleistung? Weil die Diskussion haben wir in Europa nirgends. Ja, wir sehen es ja im Zusammenhang mit der Französischen Republik. Also jetzt gehe ich mal von Deutschland weg. Die diskutieren ja auch nicht darüber, warum die Amerikaner in der Normandie gelandet sind und hatten Besatzungsgeld für Frankreich dabei. Mhm. Die hatten ja auch eine andere Vorstellung davon. Also das sind Dinge, die haben auch vielleicht manchmal Konjunktur. In Deutschland müssen sie eine Zäsur 1945 überwinden. Mhm. Aber ich bin relativ sicher, dass auch durch die offene Diskussion über diese Fragen im Ausland geschrieben und geredet wird, es Auswirkungen auf Deutschland gibt. Ich kann nur hoffen, dass diese Auswirkungen dann immer maßvoll in Deutschland sein werden. Mhm. Es gibt da eine Situation, die sich mit anderen nicht vergleichen lässt, aber das kann ja nicht dadurch beantwortet werden, dass man intellektuell unsauber wird. Mhm. Herr Wimmer, wir haben die 90 Minuten doch wieder vollbekommen. Das war auch kein Wunder. Aber ich möchte von Ihnen Folgendes wissen. Sie sind ja jemand, der immer noch Presse konsumiert, wahrscheinlich mehr oder weniger sich da noch amüsiert. Ich ärgere mich oft noch. Hat sich die Presse in Deutschland geändert in den letzten 20 Jahren nach dem Mauerfall? Ist sie selbstständiger geworden oder ehrlicher geworden? Sie ist im Ergebnis katastrophal geworden. Also ich habe da kein beschönigendes Wort für. Mhm. Ich will die Bonner Republik nicht besser beschreiben, als sie gewesen ist. Wir hatten Journalisten in Bonn, die hatten ein solches Ansehen, das im Übrigen auch noch gerechtfertigt war, mhm. dass man einfach nur davon träumen kann, dass es sowas mal gegeben hat. Eine solche Situation, auch der kämpferischen Auseinandersetzung in einer Demokratie, haben wir in Berlin nie kennengelernt. Wir haben Finanzinteressen, die Presse dominieren, und es ist nicht mehr das journalistische Ethos, was da regiert. Mhm. Vor diesem Hintergrund ist das, was wir Presse nennen, ein Abklatsch. Das Interessante, was man ja sehen muss, sehen wir in einer anderen Facette. Ich sage nicht, dass das endgültig so sein muss. Bei der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit dem amerikanischen Präsidenten im Rosengarten des Weißen Hauses. Worüber ist gesprochen worden? Nicht über ARD und ZDF oder über die Frankfurter Allgemeine oder über den Springer-Konzern. Es wurde als Informationsquelle über Russia Today gesprochen. Mhm. Das macht ja deutlicher als alles andere, mit was wir es in Deutschland eigentlich zu tun haben. Mhm. Freuen Sie sich auf Russia Today, wenn es auf Deutsch kommt? Wenn es käme, wäre es ein Gewinn. Mhm. Man kann den Deutschen eine Menge nachsagen, dass sie vielleicht sich für Politik nicht wirklich interessieren, dass sie, solange die Wirtschaft läuft, sagen, ich möchte am Jahresende mein Mercedes-Kombi haben und mein Häuschen und so. Aber ich glaube, das Internet wird ja auch von den Deutschen sehr, sehr stark genutzt. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht final auf etwas kommen, wo ich eine Art Hoffnung sehe. Vielleicht sehen Sie es anders, vielleicht haben Sie es wahrgenommen, vielleicht auch nicht. Nämlich, dass in der Bevölkerung ein nicht nur diffuses, sondern ein Gefühl langsam keimt, sich demokratisch stärker zu engagieren, weil man feststellt, in Europa, das hat mit Amerika natürlich zu tun, hier stimmt irgendetwas nicht. Viele Dinge sind unausgesprochen. Das, was die Presse beschreibt, wie sie beschreibt, was sie totschweigt, das muss die Bevölkerung selber auf die Straße tragen, auch wenn sie das nicht 100% artikulieren kann. Ich möchte auf die Montagsdemonstrationen, die Mahnwachen kommen. Von der Presse, von der Rechten gar nicht. Die rechte Presse nimmt das gar nicht wahr, aber die linke Presse schreibt das ja in Grund und Boden. Wie nehmen Sie diese Mahnwachen wahr? Haben Sie sie wahrgenommen? Was ist das für Sie? Ja, es ist ja darüber berichtet worden, und es ist der Ausdruck für die generelle Unzufriedenheit, mit der wir es zu tun haben. Wir haben ja nicht nur die Mahnwachen, wir haben auch bei den Kommunalwahlen Leute, die nicht mehr zur Wahl gehen, und zwar in einer Zahl, wie es das in Deutschland nie gegeben hat. Hat das was zusammen mit zu tun miteinander? Ja, selbstverständlich. Wenn man bewusst durch unsere Straßen geht, kriegt man mit, dass was bricht. Vertrauen? Ja, das ist schon längst weg. Mhm. Aber es bricht etwas. Und das wird von Woche zu Woche wird das angereichert, und das äußert sich in diesen Mahnwachen, das äußert sich in diesen Montagsdemonstrationen, das äußert sich in der Wahlenthaltung. Und wenn wir demnächst in unseren Nachbarstaaten Frankreich und Großbritannien nicht nur solche Wahlergebnisse bekommen wie bei der Europawahl, sondern solche Regierungen, die von solchen Wahlergebnissen dann auch noch abstammen, mhm. dann werden wir in Deutschland eine Unsicherheit erleben, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Und wenn dann alles zusammenkommt,
wird die unheilvolle Situation da sein. Ich möchte noch mal auf Frankreich kommen. In Frankreich ist es ja nun mal so, dass sie inzwischen auch mit einer sehr rechtsradikalen Politik, wo sie Schuld auf Minderheiten abladen, wo sie Mehrheiten schaffen können, und zwar in einer Größenordnung, da muss man sich Sorgen machen. Also man muss sich auf Sorgen machen darüber. Sie sehen in Deutschland, dass die Menschen noch ein wenig vernünftiger sind, doch noch den großen Koalitionen oder so etwas vertrauen. Parallel dazu die Mahnwachen, die aber noch sehr zaghaft sind. Ist das für Sie etwas Positives, dass man in Deutschland einen anderen Weg gehen möchte, statt rechtsradikal zu wählen? Also rechtsradikal müsste sich ja nach der Definition für jeden anständigen Europäer verbieten. Mhm. Kann nicht sein. Ja. Also man kann ja nicht schreckliche Erfahrungen machen und dann anschließend sagen, interessiert mich nicht, ich mache weiter. Mhm. Also vor diesem Hintergrund ist das, was in Frankreich passiert, extrem verhängnisvoll. Mhm. Und es trifft uns alle, es trifft uns im Kern ins Mark. Mhm. Und man muss sich ja fragen, was wird eigentlich aus einem Europa, in dem sich Regierungen nicht mehr grün sind? Dann ist Europa am Ende. Und dann sind wir wieder bei der Frage, die Sie eben angesprochen haben. Wer hat es initiiert und wer hat es losgetreten? Und ich sage das überhaupt nicht im Sinne von Verschwörungsüberlegungen, aber ich muss darauf aufmerksam machen, dass das eine Ursache hat. Was sind das für Sie, für Menschen, die in Deutschland auf über 60 Mahnwachen gehen? Die gibt es ja inzwischen auch in der Schweiz, die gibt es ja auch in Österreich. Was sind das für Menschen? Sind das Spinner? Sind das Naivlinge? Sind das Menschen, die die guten alten Zeiten zurückhaben wollen? Also ich, sind das Neurechte? Ich gehe mal davon aus, dass jeder, wenn er auf die Straße geht, seine originären Rechte wahrnimmt. Man kann ja über Staatsbürger nicht nur im Bundesverfassungsgericht reden, sondern man muss sie auf der Straße erleben. Jeder, der das macht, nimmt sein ureigenstes Recht als Deutscher wahr. Das heißt, er muss sich dafür nicht entschuldigen? Um Gottes Willen. Für Rechte muss man sich nie entschuldigen. Herr Wimmer, eine letzte Frage. Bekommt Europa die Kurve oder ist die europäische Politik gescheitert? Also die Dinge sind nie gescheitert. Ob Europa die Kurve bekommt, hängt jetzt von vielen Dingen ab, bei denen wir uns nie hätten träumen lassen, dass sie wichtig sein könnten. Wenn das in Zusammenhang mit der Europawahl und der Kommission eine Kungelrunde über Monate wird, brauchen wir uns über die Wirkung für Europa keine Gedanken mehr zu machen. Dann ist Europa wirklich am Ende. Was raten Sie in diesem Zusammenhang der Bundesregierung mit Blick auf die Zukunft? Der kann man nichts raten. Herr Wimmer, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke, Herr Jebsen. Das war eine weitere Ausgabe von CanFM im Gespräch. Unser Gast war Willi Wimmer. Wir waren bei ihm privat zu Hause. Danke dafür. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. CanFM.de 1988 hab ich Gespräche im Weißen Haus geführt. Und auch zusammen mit allen Verteidigungspolitikern der CDU, CSU bei der CIA, wo man uns gesagt hat, das, was die Russen militärisch in Europa machen, ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges nichts anderes. kenfm.de